Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Murder So Suspect. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben und müssen jetzt oben nach Spur des Mörders schauen, also suchen. Und dann gehen wir... Okay, hier sind wir falsch. Von da kamen wir. So viel weiß ich noch. So, wo heißt... Was heißt oben? Hier nicht. Wir kommen... Müssen wir jetzt wieder in eine Katze. Sieht irgendwie danach aus. Kätzchen ist hier eine Katze. Katze. Da leuchtet was, aber da kommen wir von hier nicht dran. Ja, ist ja super. Fängt schon sehr gut an. Oh, hier einfach lang. So, und da kommen wir dann hoch. Oh, hier haben wir was. Pfarrhauswidmung. Pfarrhauswidmung. Hier aufgestiegen wie der mythische Phönix. Weihen wir dieses Pfarrhaus im Jahre 1902. Ist ja interessant. Da haben wir ein Büchle. So, wonach denkst du denn gerade? Das Werk eines Monsters. Ja. Ups, falscher Knopf. So, das stimmt wohl. Das Werk eines Monsters. Hier haben wir eine Sege. Noch zwei mehr zum Aufdecken der Geschichte. Schaffen wir es vielleicht doch mal endlich eine Geschichte aufzudecken? Hui, wo sind wir hier denn? Haben wir hier noch irgendwo eine Säge? Hier ist es irgendwie sehr dunkel. Hier ist eine Küche. Sehr toll. Keine Säge. Wo sind wir hier genau? Waren wir hier schon mal? Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich würde sagen, bevor ich mich verlaufe, gehe ich mal zurück, falls ich überhaupt schon zurückfinde. Denn mein Orientierungssinn ist für... Ja, ist... sehr scheiße. So. Ja, hier hoch. So, okay. Ui, hier haben wir ein paar Räume. Bestimmt haben wir unten irgendwo eine Säge übersehen, da wo die vielen Räume sind. Aber ja, gut. Hauptsache, wir spielen das Spiel durch. Locken wir damit jemand rein? Nein. Das war sehr nutzlos. Denn hier drin finden wir auch nichts. So, haben wir hier irgendwo was Nützliches? Nein, natürlich nicht. So, haben wir hier noch was? Nein, ich sehe mich hier gerade sinnlos um, denn wir finden hier gerade gar nichts. Hier haben wir noch einen Raum. Irgendein Besprechungsraum. Sieht es danach aus. Hier haben wir ein paar Toiletten. Auch ein paar Toiletten. Ein Aufzug, wo wir nicht durchkommen. Was haben wir hier? Zuflucht. Ronan ist nicht religiös, genauso wenig wie ich, aber so langsam dringe ich zu ihm durch. Was den Sinn der Tradition an Orten wie St. Benedict angeht, soll St. Street heißen oder ich weiß nicht, was St. heißt, Benedict angeht, es war so erfrischend, heute hier zu sein. Dieser Pater McCauley leistet so gute Arbeit in der Gemeinde, er nimmt wirklich Anteil an all die Arbeit, die ich für Jugendliche in Schwierigkeiten geleistet habe, verblasst im Vergleich zu dem, was der Priester geleistet hat. Wenn es so etwas wie einen lebenden Heiligen gibt, dann hat er das Zeug dazu. Okay. Heilige Scheiße. Wollte ich auch gerade sagen. Kann ich hier die Spur meines Mörders finden? 8 Hinweise. Gut, was haben wir hier? Okay, auf jeden Fall liegen hier eine Menge Leichen. So, dann Details analysieren. Sitzend, ängstlich, fallend.
ruhig, ängstlich sitzend. Braucht Hilfe. Ich denke dann eher ängstlich. Jawohl. Okay, wir sind geflogen. Iris flüchtet. Iris ist durch eine Gruppe von Leuten gewankt. Offensichtlich auf der Flucht. Jawohl, auf der Flucht. Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. So, dann... sollen wir ansehen. Verdreht. Verrenktes Opfer. Sie hatten keine Chance. Ja, sieht wohl so aus. So, was hat die? Keine Chance. Ja, geschlagenes Opfer. Der Mörder hat diese Leute skrupellos angegriffen. Ja. Die armen Leute. Zerstört. Zerbrochenes Glas. Mehr zerbrochenes Glas. Was du nicht sagst. So, noch 4 Hinweise. So, was ist mit denen? Überwältigt. Geworfenes Opfer. Warum all diese Leute ermorden? Das frage ich mich auch. Oh, hier gibt es wenigstens leckeres Essen. So, wir brauchen noch 3 Hinweise. Die wir hoffentlich jetzt hier finden. Finden wir vielleicht irgendwelche Hinweise, wenn wir... wir können beeinflussen. Mal schauen, ob was zusammenpasst. Verrenktes Opfer vielleicht? Nein. Ah, dann geht's wieder weg. Geworfenes Opfer. Nein, natürlich nicht. Dann Iris flüchtet. Jawohl. Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hat er es abgesehen. Nicht auf uns. Massaker. Die Zeugin sagt, der Mörder war eindeutig hinter Iris her und tötete jene, die ihm in die Quere kamen. Ja, das ist irgendwie sehr krass. Ermittlung abschließen. Okay, alle zusammen, lasst uns das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her. Hey, ist sie okay? Ist schon gut. Ist schon gut. Alles in Ordnung. Mach langsam. Lass mich los. Er ist hier. Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Hey, hey, hey. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Im Weg. Er hatte es auf Iris abgesehen. Ob es in Joyce Zimmer noch mehr Beweise gibt? Zufällige Opfer. Dieser Massaker war nicht Teil seines Plans. Sie waren ihm bloß im Weg. Also hat der Glockenmörder sie getötet. Genau wie mich. Ja, ist ja toll. Super, okay. Hat der noch irgendwas zu sagen? Überall. Ja, ups, falscher Knopf. So, was ist unser nächstes Ziel? Untersuche die Einsatzzentrale. Okay. Und wir haben auch Nebenziele, habe ich gesehen. Haben wir irgendwelche, ich wollte... Nebenfälle. Okay. Ja, wir müssen jetzt... was müssen wir? Untersuche die Einsatzzentrale, okay. Hallo, weg. So. Ist ja toll, okay, jetzt. Und wie kommen wir zur Einsatzzentrale? Der bringt uns da nicht mehr rüber. Ja, was genau sollen wir jetzt tun? Ich bin etwas ratlos. Ansehen. Ich kann da nochmal was ansehen. Ruhe Gewalt. Umgeworfen. Der Mörder muss diese Statue umgeworfen haben, um sie zu zerbrechen. Ja, das wissen wir schon bereits. Aber hier draußen können wir nichts machen.
Denn wir kamen ja von da und der bringt uns dann nicht mehr rüber. Mehr rüber teleportieren kann ich auch, können wir uns auch nicht. Da war Officer. Einmal zeigt er überall das an. Oder muss ich in ihn rein? Ah nein, ich muss, glaube ich, in ihn rein. Bitte ergreifen. Dem Kerl ist nichts heilig. Nö, es bringt ja irgendwie nichts. Ich habe keine Ahnung. Da steht 1 Meter bis zum Officer. Ja. Bringt mich aber nicht sehr weiter. Muss ich warten, bis er darüber geht? Weil das Teil da anmachen kann ich von hier aus nicht. Kann ich das irgendwie von da machen? Nö. Das ist gerade doof. Sogar sehr doof. Denn ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Wie ich weiterkomme. Wenn ich hier anmache, den Fernseher, bringt es irgendwas? Den lockt es da nicht hin. Das lockt da niemanden hin. Da komme ich auch nicht rüber. Da haben wir ein Badezimmer. Und da komme ich natürlich nicht durch. Super. Da ist eine Küche. Und wir sind wieder hier gelandet. Ist ja toll. Ich habe echt gerade keine Ahnung, wo wir hin sollen. Da war dieser Besprechungsraum. Aber am Fenster können wir nichts machen. Ansehen. Wir können das Fenster ansehen. Dagegen geworfen. Zerbrochenes Fenster. Das Fenster muss zerbrochen sein, als der Mörder Leute dagegen geworfen hat. Ja. So, und hier ist sie durchgegangen. Ansehen. Fluchtweg. Fußabdruck auf dem Fenster, auf der Fensterbank. Diesen Weg müssen sowohl Iris als auch ihr Mörder zum Hinterhof genommen haben. Ja, hilft uns aber nicht sehr viel. Bei ihr können wir auch nichts mehr machen. Ich bin gerade ziemlich ratlos. Was sollen wir jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier kommen wir wieder dahin. Ah, hier geht's weiter nach oben. Oh nein. Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Warum war der Mörder hier? Als er der Pfarrer oder der Priester untersuche den Tatort auf dem Dachboden. Was hat der Mörder hier oben gemacht? Keine Ahnung. Fokussieren. Robe. Wunde. Rosenkranz. Schauen wir mal die Wunde. Armer Kerl, sein Genick ist vollständig gebrochen. Er hatte nie eine Chance. Deshalb weniger wehtut. Verdammt. Ja, Pater McCurley ist tot. Er starb, um Iris zu beschützen. Sein letztes Opfer. Gut, was hat der Mörder hier oben getan? Antwort finden. Ja, was anderes haben wir nichts. Sonst haben wir nichts gefunden.
So, haben wir hier noch irgendwo was? Oh, was haben wir hier? Der Glockenmörder. Entdeckt, ignorierend, geblendet, starrend, entdeckt. Starrend. Der Mörder wurde unterbrochen. Der Mörder wurde vom Priester auf dem Dachboden entdeckt und ließ fallen, was er in der Hand hielt. Ja. Eine Katze. Verschreckt. Rückstand einer fauchende Katze. Etwas hat die Katze erschreckt. Ja, der Glockenmörder. Hat die Katze erschreckt. Was haben wir hier? Oh, noch eine Säge. So. Ja, würde sagen, ich beende hier erst einmal die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Abo und ein Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Dann tschüss.